Hallo Leute, willkommen zurück zu Crestoria, wo wir letztes Mal hier oben etwas umgebaut haben. Und die Frage war, funktioniert das so? Bekommen wir effektiv ein gelbes Band an den Imasit-Kristallen raus? Weiß nicht, ob es ein volles gelbes Band ist, aber es staut sich auf jeden Fall. Was ich auch gemacht habe, ist hier unten die Chemiefabrik mit einer moderneren Variante abgedatet, sodass wir mehr rausbekommen, sodass wir dann hier bei den Elektrolysatoren Beacons ranmachen können, mehr Beacons und jetzt hier auch Lithium, ein volles gelbes Band rausbekommen. Mehr als wir derzeit benötigen. Heute aber geht es um diese Karte, die letzte, die Technologiekarte für Singularität. Und wenn wir uns das Rezept anschauen, schaut nicht wahnsinnig kompliziert aus. KI-Kerne haben wir, leere Technologiekarten haben wir, Materiestabilisatoren, die leeren, die stellen wir bereits her. Wir müssen die nur noch aufladen. Allerdings stellen wir die in zu geringer Menge her. Das heißt, wenn wir hier den Output von einer Karte haben wollen, müssen wir uns etwas schicken. Und wir haben zwar das meiste schon irgendwann gemacht, aber wir haben jetzt ja bessere Fabriken, sodass wir das Ganze hoffentlich ein bisschen anders machen können. Und wir beginnen hier gleich mal mit den Leichtbauteilen. Da brauchen wir dann 4 Beacons pro Fabrik und wir brauchen 11 davon. Vielleicht sollte ich mir die mal anfordern. Sind sie denn hier? 20 reichen, denn die sind ziemlich, ziemlich teuer. 20 und hier die Chemiefabriken, davon auch, ach, da reichen 10. Gut. Und dann, Ladestationen habe ich schon, fortschrittliche Chemiefabriken habe ich auch. Wie haben wir denn die Leichtbauteile hier hinten gebaut? Ah, auf beiden Seiten. Drei Bänder in der Mitte. Keine so schlechte Idee. Keine so schlechte Idee. Also, das ist der Ausgang.
Ah. Das Ganze muss näher ran. So. Also. Ausgang in die Mitte. Und dann brauchen wir von hier und hier wahrscheinlich sollte ich da gleich schon mal die blauen nehmen. Und dann hier und hier. Hin. Jetzt das kopieren. So. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das heißt, wir haben die Karte und können wir doch hier bin noch irgendwas, wo wir die Karte nicht brauchen? Nein, eigentlich nur noch die Geschwindigkeit hier. Ich hätte eigentlich gerne auch ein paar von denen hier. Und dann hier die rein. Und machen wir auch das Band nach oben. Da machen wir Kupfer ran. Da. Und dann hier Stahl und Plastik. Das können wir auch in Gelb machen. So. Gut. Dann hier 8, 12. Thank you.
Gut. Das war das Erste. Die Batterien sind das Zweite. Chemiefabrik, Chemiefabrik. Wie haben wir das Setup da gemacht? Nicht ganz so weit hinten. Okay, das haben wir einseitig und dann ein geteiltes Band. Hier haben wir Kupfer und Lithium. Und Lithium hier oben. Also wir brauchen jetzt nur noch Schwefelsäure. Da müssen wir wahrscheinlich. Band noch rüberziehen. So. Und dann brauchen wir eins, zwei, drei. Vier. Und voilà. Gut. Das war der einfache Teil. Der schwere Teil sind die hier und die brauchen wir für die Stabilisatoren. Gut. Also beginnen wir mal hiermit. Da wollen wir die so produzieren. Das heißt, da brauchen wir jetzt noch 12 Stein und 5 Kunststoff. Machen wir auch hier gleich mal Stein ran. Und da holen wir uns Wasser.
Gut, dann. Kunststoff. Und da lassen wir kurz knicken, aber mit drei Maschinen, das geht sich nicht aus. So haben wir hier kein Wasser, weil uns hier ein Untergrundrohr fehlt. Gut, dann der nächste Schritt, die hier, wo wir das mit Kristallen kombinieren. Was haben wir da? Und Beacons. Das ist weiter hier drüben. Und hier brauchen wir die hier. Die mache ich daran. Dann müssen wir schauen. Oben, oben, unten. Gut. Dann können wir so machen und bekommen so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beacons rein. Und
dann. Hier brauchen wir die Kristalle. Auch irgendwo raus. Hier wieder kurz. Voilà. Und dann ist uns hier hinten etwas Wald im Weg. Und wenn wir schauen, dann sind wir schon fast am Ende. Hier da brauchen wir die hier. Und was brauchen wir da? Blaue und die Steuereinheiten, die können wir auf Einband legen. Andersrum. Dann können wir ab hier tunneln. Beacons reinbringen. So, Umspannwerk. Sehr schön. Dann wir einen hiervon. Und dann haben wir es gleich. Wir brauchen da noch das dieses Setup. Thank you.
Kupfer. Kupferkabel. Hier die Technologiekarten. Und das heißt, damit muss ich Kupfer dann hier schon wieder balancen. Und wie sieht es denn bei Eisen aus? Kann ich von unten nehmen. So. Gut. Was brauchen wir sonst noch? Die zwei haben wir. Dann brauchen wir noch KI-Kerne. Und oben haben wir ja schließlich auf dem Band. Keine Untergrundbänder mehr. Das geht gar nicht. Hier brauchen wir dann natürlich die. Wie sieht's mit dem Dings aus? Ja, und hier, da machen wir jetzt auf die hier. Das Ganze verteilen wir hier, so dass wir überall in jedem Grid welche drin haben. Strom machen wir darüber. Dann machen wir dieses Band noch fertig. Da natürlich Kupfer einladen würden, dann schaut hinten auch etwas raus. Wenn nicht, schauen wir in die Röhre. Die sind doch ziemlich teuer. Produktivitätsmodulen da nachhelfen. Kann nicht schaden. Und da haben wir die nächsten Forschungskarten.
Und damit können wir dann effektiv auch die letzten Forschungen angehen. Materiewürfel. Der da. Und das lassen wir noch für die nächste Folge übrig. Das heißt, ich werde mal diese Forschung durchforschen und dann schauen wir nächstes Mal weiter. Also bis dann und tschüss!